Herzlich willkommen zum Daily Overview. Heute mit dem Benny, dem Marco und meiner Wenigkeit. Hallo. Heute mit einer Flut von News. Ja, wenn aber ich das mal so sagen darf. Danke an unseren guten News-Schreiber Kevin, der so glaubt, die knapp den größten Teil der News heute geschrieben hat. Er hat um sein Leben geschrieben. Ja. Weil ich glaube, er hatte Existenz. Waren, egal. Das Leben des wird also heute ein sehr langes Daily Overview. Vielleicht aber auch nicht. Ja, vielleicht auch nicht, wenn meine Internetverbindung wieder abstürzt. Das wäre nämlich sehr fatal. Wenn ich gleich weg bin, das ist dann blöd. Also nicht wundern. So, ja, dann fangen wir ein bisschen gleich mal an, weil es dauert heute ein bisschen länger. Singster Fußballhits ist das erste Thema und natürlich geschrieben von Kevin, wie wir es gerade eben gesagt haben. Es gibt ein neues Singster für Fußballfans, enthält 30 Lieder. Wir haben da so eine Liste in den News, in der ihr im Prinzip alle Lieder findet, die da drin enthalten sind. Darunter sind unter anderem so, ja, Klassiker, die man kennen müsste, Franz Beckenbauer, gute Freunde, kann niemand trennen, wird es vielleicht uns allen ein Begriff sein, ne? Ja, was haben wir sonst? Sportfreunde Stiller zum Beispiel, 54, 74, 90, 2010, so der erste Hit von der Gruppe eigentlich, der ist aber so auch schon alt, ne? Dauerhaft im Radio gespielt wurde. Ja, ist schon alt. Mhm. Ja, naja, gut, okay, ja, nee, so alt ist er nicht. Also 4 Jahre ist der alt. Die haben ihn ein bisschen neue Auflage gemacht. Letzte WM war es ja 2006 und jetzt 2010 halt. Ne? Da gibt es einen kleinen Knackpunkt. Also es ist 2010. Sie haben das ganze Ding nicht komplett neu aufgezeichnet. Sie haben nur den Spruch 2010 neu eingesprochen. Haben sie da drüber das hörst du nämlich total. Ja. 2010. Weil das Ding macht doch Spaß, das ist also egal eigentlich. Also du kannst es immer wieder einsetzen, weil es einfach nur passt halt. Pass auf, nächstes. Ja, also. Wenn wir dieses Jahr wieder verlieren. Für Ole ist da auf jeden Fall gesorgt. Wenn wir dieses Jahr wieder verlieren, endet das Lied wieder um 2014. nee, das kommt bleibt. Egal. Erhältlich ist das Ganze am 11. Juni für die PlayStation 3. Naja, die PS2-Besitzer kommen mal wieder zu kurz, aber wir haben uns damit abgefunden. Das ist PS2, ne? Ja. Gut. Machen wir weiter. Call of Duty 7, Black Ops. Ja, Call of Duty, wer sagt's immer, Kevin ist irgendwie so der Meister an Call of Duty 7. Weil er sie immer schreibt. Wenn ich sie lese, Call of Duty, schon wieder Call of Duty, nicht schon wieder. Der schreibt eigentlich immer nur irgendwie Call of Duty oder sowas. Ja, natürlich. Er war aber fleißig. Ja, natürlich. Dazu gibt es wieder eine neue News, nämlich, dass es jetzt dafür keinen Koop-Modus geben soll. In der Kampagne. Und das ist natürlich eine Sache, die ist sehr traurig. Das hat nämlich der 2R-Studio-Chef Mark Lamia in einem Interview von MTV bekannt gegeben. Und doch, keine Angst, nur weil es in der Kampagne keinen Koop gibt, heißt es nicht, dass es im ganzen Spiel keinen gibt. Wie in Modern Warfare 2 soll es wieder getrennt die Mission im Splitscreen geben. Jedoch wird der Modus nicht gleich in Modern Warfare 2 dabei sein. Und das ist natürlich ganz dürfte. Und 4 Leute dürfen maximal an so einem Koop-Modus dann teilnehmen. Und ja, ist ein bisschen wenig, ne? Ja, ist halt so. Naja. Ist Call of Duty. Persönlich bin ich persönlich kein Call of Duty Spieler, aber gegeneinander. Genau. Also es gibt in der mehr so dieses Gegeneinander als das Miteinander, glaube ich. Es gibt in der News auch noch das Interview nochmal ganz kurz zusammengefasst von ihm in der News. Viel Spaß. Okay. Interview, da ist ein Interview drin, noch gar nicht entdeckt. Ja, so einen kleinen Zitatausschnitt. Toll.
Ja, das ist schon mal viel, ne? Was sagte der denn? Er sagte, ja, gerade dann, wenn ich es schon zugemacht habe, das ist... Moment. Da bin ich ja gleich schneller hier. Er sagte, der Singleplayer ist die epische, schematische Achterbahnfahrt in denen ihr der Star seid, bla 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 und immer so weiter und so fort. Alles in den News. Ja, ich sehe die News gerade auch vor mir. Okay, er sagte eigentlich das gleich, was so in den News drin steht, ne? Genau. Egal. Du willst dich doch nur für deine News. Komm zu meiner News. Ja, ich will eigentlich ablenken, ich habe keinen Bock jetzt die News vorzulesen, aber okay. Ist auch wobei ich muss sagen, es ist News, die mich schon betrifft, ist nämlich Gothic 4 in Anführungsstrichen Gothic 4, ne? Und zwar, ich sag auch warum, also erstmal zu Gothic 4 Arcania ist erstmal Welle von Screenshots erschienen, und zwar 90 insgesamt. Das Spiel kommt von Jovut, einem Verleger, und das Spiel soll zum vierten Quartal 2010 für den PC erscheinen. Ja, da sieht man die ganzen Bilder der Fantasy-Welt, die man so im Rollenspiel so findet. Und Ort und Bewohner sind da drauf zu sehen, Kämpfe jedoch nicht. Oh. Da komme ich zu meinem Comment. Ich hoffe, das Spiel wird ein Flop. Jovut hat die Reihe in den Dreck gezogen und Gothic 4 ist kein richtiges Gothic mehr. Und das sage ich als Gothic-Fan. Ganz genau. Denn... Und Gothic 4 und ist warum? Wirklich kein Gothic mehr, es spielt in einer komplett anderen... Ja, es wollte es mir sagen. Danke, Manni. Gothic 4 spielt nicht mehr wirklich in der Welt wie die Vorgänger. Man spielt nicht bei den Helden. Der vorige Held ist jetzt ein Tyrann geworden, was überhaupt nicht zu seiner Rolle passt. Piranha Bytes ist nicht mehr am Werke. Das ist schon mal ganz schlimm. Und deswegen spiele ich auch Risen, weil Risen von Piranha Bytes ist und mehr Gothic 4 ist als Gothic 4 selbst. Das muss ich mal sagen. Ich habe auch gehört, warum es so ist, weil nämlich Jovut und Piranha Bytes sich irgendwie da in die Haare bekommen haben. Ja, sie haben und, sich gestritten. Sie haben sich gestritten. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Ja, es gab da irgendwie sowas, Jovut hat Rechte an der Sache von Gothic und Piranha Bytes hat an der Sache von Gothic Rechte. Piranha Bytes größtenteil der Rechte gehabt, aber Piranha Bytes hat so gesehen, Jovut macht einfach viel zu viel Druck und die hatten auch irgendwie gesagt, ja, okay, lassen wir Gothic, die machen halt was Neues und zwar Risen halt in diesem Fall, den ich auch gekauft habe. Und das ist einfach viel weniger Bugs, weil die einfach nicht mehr unter dem Druck standen von Jovut. Ja, ich muss auch echt sagen, nach Gothic 3, wo es ja wirklich extreme Bugs gab, am Anfang jedenfalls, und dann jetzt Gothic 4 mit so einer Nummer zu kommen, okay, es geht nicht mehr um den namenlosen Helden wie in den letzten drei Teilen, die Serie ja eigentlich auch größtenteils ausgemacht haben. Für mich endet eine Serie da, wo ein neuer Held, wo man einen neuen Held spielt. Das ist dann einfach nicht mehr das gleiche und auch eine ganz andere Welt und das ist einfach alles anders. Das ist kein Gothic halt mehr. Naja, man kann auch kann man es halt eben auch anders nennen. Gameplay-Videos angesehen, also da ist nichts mehr für Gothic. Also das ist einfach komplett anders, man bewegt sich, ganz Interface, alles ist, man hat nichts mehr von Gothic, also das Einzige, was noch ist, halt, man findet so Diego und einige andere alte Bekannte mal wieder, war's. Ja. Hätte sich jetzt nur der Protagonist geändert, dann wäre es vielleicht noch gar kein Beinbruch gewesen, aber jetzt im Prinzip doch, die ganze Spielwelt, das ganze Spiel geändert. Für einige ist das kein Beinbruch, aber für mich ändert wirklich eine Serie da, wo der Protagonist, geändert wird. Ist halt so. Gut. Weil man gut, sich halt in der Rolle reingefunden, weil ich habe Gothic 1, Gothic 2, Gothic 3 alle durchgezockt und da hat man sich halt da so ein bisschen reingesteigert. Aber okay, machen wir mal weiter. Ja, genau. Es wird zu spät. Da war die Story auch noch anders. So. Ja, es wird wirklich zu spät. Ich merke gerade, dass ich hier der Nächste bin. Ich darf präsentieren eine Kevin Money Corporation Produktion. Oh. Und zwar hat der Kevin als erstes Powered by E-Play. Der Kevin als erstes geschrieben. Genau. Als erstes hat der Kevin was geschrieben und nämlich zu Guitar Hero Warriors of Rock. Da bin ich heute nachgezogen mit weiteren Details, weil er hat über die ersten Details geschrieben. Und zwar soll das neue Guitar Hero Spiel im September erscheinen.
Schon. Und soll alles toppen, was man bisher aus dem Rock-Genre kennt. Gut, das haben schon andere von sich behauptet. Egal. Ja. Auf der Xbox 360 gibt es dann 90 Lieder, die im Spiel enthalten sind. Und auf der PlayStation 3 auch, so wie es ausschaut. Ob es jetzt für die Wii kommt, habe ich noch nicht nachgesehen. Ich gehe aber davon aus, weil der letzte Teil kam auch dafür. So, es soll ein komplett neues Gameplay geben, obwohl ich mir da nicht so sicher bin. Guitar Hero ist ja Guitar Hero irgendwo. Auf und Tasten klopfen. Im Prinzip geht es eigentlich um die Lieder, die drin sind. Ja, das sind sehr viele. Die will ich euch jetzt nicht alle vorlesen. Also das sind zumal hier die schon bestätigt worden, dass die dabei sind. Black Sabbath unter anderem. Dragon Force, die auch schon im dritten Teil das Endlied hatten. Kiss, Metallica.